Anfang des Jahres 2016 widmete sich ein hochprofessionelles Produktionsteam der Aufgabe, den sächsischen Studentenwerken ein filmisches Denkmal zu setzen. Es sollte die 25-jährige Arbeit der Frauen und Männer zum Wohle der Studierenden des Freistaates Sachsen dokumentieren. Die folgenden Aufnahmen zeigen die Entstehung dieses Filmes. Halb elf war das Treffen, oder? Keine Ahnung, Holger hat den Termin gemacht. Test, Test, 1, 2, 1, 2. Ja, heute gibt es Erbsenbrei oder so. Mach nochmal aus, wegen der Akkus. Ja, ist doch eh keiner hier. Die Mensa eines Studentenwerks. Zwischen Vorlesungen und Seminaren finden Studenten hier die Möglichkeit, in Ruhe Kraft zu schöpfen und ihre kontemplative Mittagspause zu genießen. Bei uns ist nun die Studentin Edda. Hallo Edda. Hallo. Edda, was studierst du denn? Ich studiere Musik und Französisch auf Lehramt. Wunderbar. Und wir werden Edda nun begleiten zu ihrem Mittagessen, denn sie wird uns mal zeigen, wie das hier so läuft. Wir stehen hier in einer der größten Mensen von Sachsen, der Mensa am Park. Neben der Mensa am Park betreibt das Studentenwerk Leipzig noch 9 weitere Mensen und Cafeterien. Die befinden sich in den jeweiligen Hochschulstandorten von Leipzig. So können wir effizient und schnell jeden Studenten mit einem preiswerten und gesunden Essen versorgen. Das ist auch unser gesetzlicher Auftrag. Seit 1991 hat sich sehr viel getan. Durch die moderne Ausstattung unserer Küchen könnten wir ein neues Angebotskonzept entwickeln. Hier kann jeder Gast sein Gericht mit Komponenten selbst zusammenstellen. Außerdem hat sich die Qualität und das Ambiente unseres Hauses stark verbessert. In der Vorlesungszeit verkaufen wir an Spitzentagen in Sachsen rund 40.000 Portionen. Allein hier in der Mensa am Park sind es 6.500. Als Ökotrophologin bin ich Ansprechpartner für alle Fragen rund um Lebensmittelsicherheit und Produkthygiene. Wir haben ein Qualitätsmanagementkonzept, in dem unsere Hygienerichtlinien festgeschrieben sind und nach dem unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult werden. Wir verstehen uns als modernen Großversorger und haben einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Speisen. Und natürlich sind wir uns der Verantwortung bewusst bei der Menge an Studierenden, die wir täglich bei uns verpflegen. Wir kennzeichnen Zusatzstoffe und Allergene, sodass wir auch sensible Verbrauchergruppen bei uns versorgen können. Ansonsten unterstütze ich die Mensaleiter bei der Erstellung der Speisepläne und bei der Erstellung der Rezepturen, weil unser Ziel ist, ein möglichst ausgewogenes und gesundes Angebot für unsere Studierenden vorzuhalten. Dabei arbeiten wir sehr eng mit anderen Studentenwerken zusammen. Wir führen regelmäßig Kundenzufriedenheitsbefragungen durch, wobei eindeutig der Trend zu erkennen ist, dass immer mehr Gäste Flexitarier, also Personen, die selten Fleisch essen, Vegetarier oder Veganer sind, was wir natürlich bei der Speiseplanung, bei der Rezepturenerstellung berücksichtigen. Aber die Renner sind immer noch die Riesen-Currywurst und der Schnitzel. Kontemplative Mittagspause? Das sind Studenten und keine nepalesischen Buddhisten. Ich glaube, der eine war Nepalese. Der den Hering hatte? Du hast gesagt, out of the box, da habe ich halt improvisiert. Ich meinte thematisch. Nicht, dass du dich vor die Kamera stellen sollst. Aber sofort bleibst du hinten und hältst das Mikrofon. Hm? Ich bin Redakteur, kein Tonassi. Ach komm, Schnickschnack. Der Kunde will authentische Situationen. Und vor allem, er will überraschende Aspekte der Studentenwerke. Da kommst du als Enthüllungsjournalist mit der Mensa. Du hast doch den Termin. Ja, am Ende erklärst du uns dann noch, dass man zum Studieren Abitur braucht. Hä? Ja, Schluss jetzt. Hier, das ist eine Mappe mit alten Fotos. Schau mal, was man davon verwenden kann. Und was? Wofür verwenden diese doch? Das kommt in den Film. You have to pay to put it in the yellow one. So it's made of recyclable. I know it's a little confused. Yeah. Just have a look at the icon and you see where you see the icon and this circle one. And this one? And the yellow one. Okay.
Yeah, it's just easy to... And this one? To see the icon. So this one is easily doesn't have any kind of icon. So where do I put it? Just im Wohnheim ist auf jeden Fall mehr als Flatrate Wohnen in Campusnähe. Weil es halt wichtig ist für internationale Studierende, besonders aber auch für deutsche Studenten, dass man sich begegnet. Also dass man einfach die Möglichkeit hat, einen Ort zu haben, wo man sich trifft, sich austauschen kann, in Kommunikation stattfindet. Bei Internationalen ist halt besonders wichtig, dass sie auch die Chance haben, mit Deutschen in Kontakt zu kommen, falls sie mal eine Frage haben, um Deutsch zu lernen, sich zu integrieren. So das kleine Soziale, was nebenbei läuft, weil das Studium halt nicht nur im Hörsaal stattfindet, sondern auch das Drumherum zählt. Die Wohnheime vor der oder zur Wende waren sehr zum Teil katastrophal, also aus den 50er Jahren. Das heißt 4- und 6-Bettzimmer grundsätzlich, keine Waschgelegenheit, nur Gemeinschaftswaschanlagen, also Gemeinschaftsanlagen im Hause, keine Duschen in keinem Haus. Das änderte sich natürlich dann bei den sogenannten Bauten, die zwischen 70 und 74 entstanden sind. Das sind die sogenannten Kurbelwellen, wie wir sie hier in Chemnitz oder auch Zwickau oder wo auch immer stehen haben. Die Ausstattung der Wohnheimzimmer war eigentlich schlicht und karg. Es gab Schränke, ähnlich wie bei der Armee. Es gab einen Tisch für jeweils die Personen, die im Zimmer waren. Die Stühle dazu, aus die Maus. Ne? Mehr war nicht drin. Die alten Wohnheime, die landesweit eigentlich fast identisch waren, also 50er-Jahr-Stil, waren grundsätzlich mit 4 bzw. mit 6 Personen pro Zimmer belegt. Das heißt natürlich Doppelstockbetten. Ne? Ob einen gefallen hat oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber es hat eigentlich irgendwie funktioniert. Also in einem Zimmer mit Mehrbettbelegung, sowas wird heute nun gar nicht mehr akzeptiert von den Studenten. Das ist also absolutes No-Go. Wir bieten jetzt ausschließlich Einbettzimmer an. Verschiedene Wohnangebote sind da geschaffen worden. Zum Beispiel das klassische Einraumappartement, was zurzeit auch das beliebteste ist. Natürlich auch das preisintensivste. Es geht aber durchaus auch mit Zweier-WGs. Es gibt die anderen Wohngemeinschaften von 4er, 6er, 7er-WGs, die da so in Sachsen üblich sind. Gibt es also eine ganz breite Palette. Also wir haben zurzeit, vor allen Dingen zum Wintersemesterbeginn, immer wieder eine sehr lange Warteliste. Da können wir nicht jedem Studenten und schon gar nicht sein Wunschzimmer anbieten. Da macht es durchaus Sinn, wenn der Student relativ zeitig sich bei uns bewirbt. Es kann also durchaus sein, dass er sein Wunschzimmer nicht bekommt oder gar keins. Warteliste über das Semester gibt es dann schon die ein oder andere Chance, dann doch sein Wohnheimzimmer zu bekommen. Wir befinden uns hier in der Galerie Storotinum. Hier haben Studenten der Dresdner Hochschulen die Möglichkeit, eigene Ausstellungen zu gestalten und sich unter Umständen auch erstmalig überhaupt einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Studentenwerke betreiben Kulturförderung, zum einen, weil es unser gesetzlicher Auftrag ist, zum anderen, weil Kultur grundlegend zum Leben dazugehören sollte, also auch zum studentischen. Unser Ziel ist es, die kulturelle Eigeninitiative der Studenten zu fördern und natürlich auch die Teilhabe am kulturellen Leben unseres Studienortes. Ich bin Bassposaunist in der TU Big Band und bin seit 3 Jahren dabei und mir macht es großen Spaß. Wir haben ungefähr 30, 35 Leute. Damit wir für jeden Einsatz, also für jeden Auftritt, immer noch 1, 2 Leute in Reserve haben. Das Studentenwerk stellt uns die Probenräume hier und die Lagerräume kostenlos zur Verfügung. Wir sind hier gern gesehener Gast am Mittwochabend. Und außerdem unterstützt uns das Studentenwerk finanziell bei den Dirigentenhonoraren und bei der Anschaffung von Noten.
abgeschlossen, ne? Ach, das ist für mein Kamerastudium der BAföG-Antrag. Ich will doch nicht ewig für Holger arbeiten. Also jetzt mal rein theoretisch, wenn ich jetzt diesen Antrag ausfüllen wollte, wie würden Sie mir das denn erklären? Also ich kann Sie schon mal beruhigen, bisher konnten wir das jedem erklären. Das BAföG spielt für Studenten heute wahrscheinlich eine sehr große Rolle, denn viele Studenten könnten ohne dem BAföG wahrscheinlich gar nicht studieren, weil sie es einfach sich finanziell auch nicht leisten können. Also die Berechnung ist so komplex, da fallen so viele Faktoren mit rein, dass man von sich aus gar nicht sagen kann, man hätte keinen Anspruch, beziehungsweise das Einkommen der Eltern wäre zu hoch, dass das zu einem Nullbescheid führen würde. Sollte das BAföG abgelehnt werden, hätten wir im Haus auch die Sozialberatung. Die berät dann die Studenten gerne, inwieweit ein Antrag auf Wohngeld zum Beispiel Sinn macht. Oder ein Antrag auf Arbeitslosengeld 2, je nachdem, was vielleicht auch der Grund war, weswegen das BAföG abgelehnt wurde. Also es hat im Prinzip schon vor dem Studium angefangen, dass ich auch das Studentenwerk aufgesucht habe. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht wusste, wie ich mein Studium finanzieren soll. Und bin dann an der Stelle wieder auch ins Studentenwerk eingemündet, als es dann nach dem vierten Semester so war, dass ich dann einen Ablehnungsbescheid bekommen habe vom BAföG. Und dann erstmal ohne Geld dastand und nicht wusste, wie es weitergeht. Meine Eltern konnten mich auch zu dem Zeitpunkt nicht finanzieren. Und dementsprechend bin ich dann nochmal in der Sozialberatung gewesen und habe dort dann eine einmalige Beihilfe in vorübergehender Notlage beantragt und auch Freitischmarken, sodass ich erstmal bis zu dem Zeitpunkt des ersten Gehalts auch mit finanziell abgesichert war und auch weiter studieren konnte damit. Das mit der Big Band gefällt mir. Das ist emotional, schwungvoll, diese Bürokratie allerdings. Ja, aber in den letzten 24 Jahren wurden mehr als 2,7 Milliarden Euro für BAföG ausgegeben. Also ich finde das schon wichtig. Filmstudium, gibt es das in Sachsen? Das war jetzt nur beispielhaft. Ja, komm, Schnickschnack. Ich will was Konkretes. Ja, was Menschliches. Inklusion, Familie, Integration, das machen die doch alles. Fehlt Kinder, irgendwas mit Burnout, das muss zu Herzen gehen. Ja, dann wollte ich eigentlich Schauspieler werden. Also klar, so eine Art Moderator ist ja auch in gewisser Weise Schauspieler. Also als Künstler darf man sich nämlich nicht einschränken lassen von Konventionen. Also es ist auch gar nicht so leicht, natürlich zu bleiben vor der Kamera. Egal, ob man nun... Paul, der ist 4. Da brauchst du die Genehmigung der Eltern. Und ruckzuck ist er 36 und wäre vielleicht auch mal dankbar gewesen zum Rat zu seiner Laufbahn, ne? Also Polizist zu werden ist natürlich ein bisschen sicherer, aber Also in unserer Kindertagesstätte am Hornmühlenweg in Freiberg werden vorwiegend Studentenkinder betreut im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren. Wir arbeiten gruppenoffen. Die Kinder können sich in allen Gruppeneinheiten bewegen, was eine Besonderheit ist in unserer Einrichtung. Dann gibt es tagsüber viele pädagogische Angebote, sodass Eltern ihr Studium und die Kindererziehung gut bewältigen können. Familienergänzend arbeiten wir in unserer Einrichtung. Und sollte es Bedarf geben an längeren Öffnungszeiten, dann wird es mit dem Träger abgesprochen und dann besteht jederzeit die Möglichkeit, auch nach 17 Uhr die Kinder betreuen zu lassen.
Seit Gründung des Studentenwerkes in Freiberg betreuen wir Kinder aus bis zu 30 unterschiedlichen Ländern und Nationalitäten mit ca. 16 verschiedenen Sprachen und versuchen, alle Kinder in die Kindergartengemeinschaft zu integrieren. Ja, wir sind 3 von 5 Studierenden im Verwaltungsrat des Studentenwerks Leipzig. Insgesamt sind wir 10 Mitglieder. Die Studierenden stellen also die Hälfte der Stimmen. Und damit sind wir also paritätisch vertreten. Der Verwaltungsrat ist im Grunde zuständig für alle Entscheidungen, die wichtig sind im Studentenwerk. Vom Wirtschaftsplan, von der Abnahme des Jahresabschlusses bis hin zu Investitionsprojekten und anderen grundsätzlichen Entscheidungen. Ja, wir beschließen Dinge wie die Semesterbeiträge. Dafür sind wir mit zuständig und das ist natürlich auch eine sehr, sehr sensible Entscheidung, da es alle Studierenden mit betrifft. Wir sind natürlich im Verwaltungsrat in einer partnerschaftlichen Funktion aktiv. Dadurch, dass wir die Hälfte der Stimmen stellen, können wir natürlich auch Dinge blockieren und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr stark in der Verantwortung und können dort keine Fundamentalopposition betreiben. Die Studentenwerke haben ja eine sehr, sehr lange Phase der Unterfinanzierung hinter sich und dort waren die Entscheidungen natürlich auch wenig angenehm. Wir haben Dinge beschlossen wie Erhöhung der Essenspreise. Wir mussten die Semesterbeiträge erhöhen und dort ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die entstehenden Einschnitte auch den studentischen Notwendigkeiten angepasst werden. Ja, man kann natürlich auch mit Initiativen vorwärts kommen. Dazu haben wir eben Beispiele wie die Ausweitung von Beratungen. Wir haben die Sozialberatung und das Angebot der psychosozialen Beratung deutlich ausweiten können in den letzten Jahren. Wir haben es auch geschafft, Öffnungszeiten der Mensen deutlich auszuweiten, sodass man jetzt bis in den frühen Abend in der Mensa Mittagessen gehen kann. Und das sind natürlich die schöneren Seiten am Amt. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum die Studierenden im Studentenwerk so viel stärker vertreten sind als in anderen Hochschul- und akademischen Gremien. Und da ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass die Studentenwerke einen Großteil ihrer Finanzierung eben solidarisch aus den Semesterbeiträgen der Studierenden mitbeziehen. Und das rechtfertigt natürlich auch sehr stark, dass wir dort Einfluss nehmen bei der Richtung, die das Studentenwerk einschlägt. Morgen Vormittag fährst du bitte zu allen Standorten, die unsere Studentenwerke betreuen. Ich brauchte noch eine Außenaufnahme von allen. Schnittmaterial. Wo sind die denn? Schaffe ich das in 2 Stunden? Sind auch nur 4. Meine Ex-Frau hat auch geklöppelt. Ich bin Absolvent der TU Dresden. Ich habe da Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik studiert. Und das über 5 Jahre. Es war damals so, ich hatte nicht ursprünglich Erziehungswissenschaften studiert. Ich habe mich erst für Maschinenbau eingeschrieben. Musste dann aber schon im ersten Semester feststellen, dass die Wahl ziemlich unglücklich war. Also ich habe da überhaupt nicht gewusst, was ich dort eigentlich mache. Und war aber auch ziemlich orientierungslos. Ich wusste nicht so richtig, wo es hingehen soll, wenn ich das jetzt abbrechen würde. Also was soll ich stattdessen machen? Und da bin ich drauf gekommen, dass hier eine psychosoziale Beratungsstelle existiert. Und bin hier vorstellig geworden und kam dann auch in Beratung. Lebenslagen von Studierenden sind natürlich sehr vielfältiger Natur. Also es kann sein, dass die Studierenden sich in einer ökonomischen, materiellen Not befinden. Dann ist es eher eine Beratung zur Studienfinanzierung. Es kann sein, dass es rechtliche Probleme gibt mit der Prüfungsordnung, in der WG, mit irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Dann gibt es eine kostenlose Rechtsberatung im Studentenwerk. Und es kann sein, dass es psychische Beeinträchtigungen gibt, wie Prüfungsangst zum Beispiel. Dann gibt es also eine psychologische Beratung. Also wir sprechen ja von einer lebensweltorientierten Beratung. Das heißt, also in dem Sozialraum der Studierenden verortet zu sein, heißt aber nicht nur räumlich dort zu sein, sondern vor allen Dingen heißt es, dass die Berater sehr viel Kenntnisse und Kompetenzen haben von der Welt der Studierenden. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir kennen so ziemlich alle Prüfungsordnungen unserer Studierenden und wissen genau, wann was
in den Prüfungsleistungen auch erforderlich ist. Ein Thema der Beratung, es waren mehrere Sitzungen, war dann eben meine Kompetenzen, meine Interessen auch. Also es musste erstmal wirklich abgeklopft werden, wo könnte denn eine Richtung sein. Im Endeffekt ergab sich dann, dass diese Richtung Sozialpädagogik schon besser zu mir passt. Und dann habe ich mich dafür beworben und bin dann auch sozusagen nach den 2 Semestern Maschinenbau angenommen worden für Sozialpädagogik. Und daher war die Beratung hier für mich eine gute Orientierungshilfe, weil das war stimmig. Das Ziel liegt eigentlich auf der Hand. Es ist klar, wenn es um Studierende geht, dass das Studium gelingt. Ja, das ist erstmal so ein Nahziel und eine Engführung von Ziel. Aber natürlich auch, würde ich immer sagen, das Ziel ist, dass Studieren Spaß macht. Und eigentlich wollte ich dann Schauspieler werden. Also klar, so ein Moderator ist ja auch in gewisser Weise Schauspieler. Als Künstler darf man sich von Konventionen nicht abschrecken lassen. Ne? Es ist ja auch nicht leicht, so vor der Kamera natürlich zu reden und egal, ob man nun, also so wie Sie jetzt hier in so einem Interview das oder... Das Gejammer von Paul finde ich sehr schön. Können wir das verwenden? Was? Hast du was gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass das jetzt langsam in den Feinschnitt kann. Was sind wir denn inzwischen? 17 Minuten 23. Oh, scheint mir ein bisschen lang. Baut mal da noch ein bisschen Feuer mit ein, hm? Drama, Emotion, Bewegung. Ja. Und ich will Musik drunter haben. Okay, ich kann's versuchen. Ja, wenn du das alles noch ein bisschen komprimieren könntest, so auf 30 Sekunden in etwa. Geh mal hier auf 8,34. Ich hoffe doch, dass wir diesen einen Satz... warte mal, was ist das jetzt eigentlich? Warum bin ich denn da? Ja, was sollen wir da jetzt machen? Das ist ganz süß. Das würde ich, glaube ich, drin lassen. Wenn du so anfängst, dann müssen wir das andere auch drin lassen. Die Szene kann man auch streichen, oder? Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was? Komm mal mit. Ich habe eine Idee. Sie haben eine Mission. Sie haben die Kompetenz. Von den Machern des Schweineschnitzel Toskana. Den Regisseuren von Goodbye Doppelstockbett. Und den Übersetzern von Das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Studentenwerke. 25 Jahre sind erst der Anfang.